Trickpendel 3. Dieser Aufbau eignet sich besonders, verschiedene Kombinationen oder einfache seitliche Tricks mit einem Doppelpass zu kombinieren. Bauen Sie im Abstand von ca. 16 bis 20 Meter zwei Starthütchen auf. Gerade hinter diesen Starthütchen bauen Sie in ca. 10 Meter Entfernung zwei weitere Anspielstationen auf. An jedem dieser Hütchen starten zwei oder maximal drei Spieler. In der Mitte der beiden Starthütchen bauen Sie drei weitere Hütchen mit einem Abstand von ca. 3 Metern auf. Die Spieler dribbeln mit Ball am Fuß innen am ersten Hütchen vorbei und führen den Trick Cristiano aus. Anschließend spielen sie einen Doppelpass mit dem ihnen gegenüberstehenden Spieler. Im Anschluss erfolgt eine Ballannahme hinter dem Fuß und der erste Torschuss. Anschließend erhalten die Spieler einen zweiten Ball von der Anspielstation, den sie mit der Außenseite in die Bewegung stoppen und mit möglichst dem zweiten Kontakt aufs Tor abschließen. Die Kinder wechseln in diesem Aufbau immer zu der Station, von der sie das zweite flache Anspiel erhalten haben. Von der Anspielstation aus wechseln sie immer zum näheren Starthütchen. Somit üben die Kinder die Bewegung sofort mit beiden Füßen. Sie können der Einfachheit halber am Anfang aber auch die Kinder immer nur zwischen zwei Hütchen wechseln lassen und nach einer gewissen Zeit die Seiten tauschen. Hier sehen Sie eine weitere Variante in diesem Aufbau. Diesmal führen die Kinder eine längere und schwerere Kombination aus. Zunächst eine Übersteigerfinte und direkt im Anschluss einen Celoberto. Nach dem anschließenden Doppelpass wird der Ball schnellstmöglich in eine perfekte Schussposition gestoppt und aufs Tor geschossen. Der zweite Ball wird dieses Mal angeworfen und mit der Brust oder dem Knie in eine optimale Torschussposition gelenkt und mit einem zweiten Torschuss aufs Tor geschossen.